Hallo, ich bin's Hannah aus Ostwind. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview an alle Mädchen-User. Also, schön, dass du Zeit hast. Ich fange gleich mal an. Und zwar, die Dreharbeiten, die sind ja jetzt geschafft. Und der Film ist im Kasten und jetzt geht es darum, den Film zu promoten. Und du bist viel am roten Teppich unterwegs. Das klingt danach, als hättest du viel zu tun momentan. Und eher weniger Zeit für die Schule. Was sagen deine Mitschüler und deine Lehrer eigentlich dazu? Also, ich bin eigentlich gar nicht so viel unterwegs. Ich mache halt viele Interviews und so, aber eigentlich kriege ich das mit der Schule zum Beispiel ganz gut hin und meine Lehrer sind auch eher begeistert davon, dass ich das mache, als irgendwie blöd drauf, weil ich irgendwie weniger Zeit für die Schule habe und ich gebe mir trotzdem sehr viel Mühe, irgendwie trotzdem die Schule gut hinzukriegen. Ja, und die Mitschüler sind auch total begeistert davon, dass ich das mache. Okay, und für die Dreharbeiten warst du ja ziemlich viel in der frischen Luft und in der Natur draußen. Und während der Schulzeit hast du dafür wahrscheinlich eher weniger Zeit. Geht dir das ab oder bist du trotzdem genauso viel draußen? Ich bin schon viel draußen jetzt. Also im Gegensatz zu Ostwind Dreharbeiten natürlich weniger, weil ich nur draußen war. Aber ich bin trotzdem viel draußen. Also ich gebe mir Mühe, viel draußen zu sein, weil es ja auch wichtig ist. Mhm. Und was hast du dir gedacht, als du erfahren hast, dass es einen zweiten Teil geben wird? Auf wen hast du dich da am meisten gefreut oder gab es jemanden, auf den du dich besonders gefreut hast? Ich habe die Nachricht bekommen, dass ein zweiter Teil jetzt endlich gedreht wird. Ich habe ja immer darauf gehofft und gewartet, dass irgendwie jetzt mal eine Nachricht kommt oder so. Und dann habe ich die Nachricht bekommen, total am Handy geweint und habe mich total gefreut. Und am meisten gefreut habe ich mich, es gab viele Personen, man hat sich auch im Team total gut verstanden und hat ja auch viel Zeit miteinander verbracht. Und dann freut man sich natürlich auf viele Leute, wie auf die Kinderbetreuung habe ich mich total gefreut, Saskia. Und auf eine vom Kostüm und auch vom, natürlich auch die Schauspieler hat man sich ja auch auf alles irgendwie gefreut. Und deine Mama ist ja auch Schauspielerin, ist sie ein Vorbild für dich? Ja, total. Also ich habe ja irgendwie, als ich klein war, war sie ein totales Vorbild und ich fand es mal total toll auch. Aber sie macht ja Theater, also sie ist ja nicht im Film unterwegs. Das ist dann schon nochmal ein sehr großer Unterschied. Ja, aber ich habe sie schon immer irgendwie darum bewundert und das war ja auch irgendwie, ich glaube, dadurch kam dann wahrscheinlich auch, ich habe ja mit 9 angefangen und ich glaube, die Idee kam ja auch daher irgendwie von der Mama, das zu machen. Und gibt es eine Rolle, die du besonders gerne mal spielen möchtest? Das ist mal eine schwere Frage. Ich weiß es gar nicht. Ich finde, Action ist natürlich cool, mal das so ausprobieren. Aber man wird ja auch viel gedoubelt dann beim Action oder so. Aber ich mag es auch sehr, so zickige Rollen zu spielen. Ich hatte ja früher vor Ostwind immer sehr viele zickige Rollen. So. Ja, das macht mir auch Spaß. Und nervt es manchmal, wenn dich Leute auf der Straße erkennen und sagen, hey, du bist doch die Hannah von Ostwind? Ich bin bis jetzt total selten erkannt worden, weil ich ja auch andere Haare jetzt habe als im Film. Als ich die Haare wieder rot hatte dann, für den zweiten Teil wieder rot gefärbt hatte, da haben mich schon ein paar angesprochen. Und das finde ich eher lustig. Also es ist auch eher seltener. Ich weiß nicht, ob es nervig wird, wenn man es öfters macht. Aber ich glaube, es ist auch irgendwie was Cooles, wenn man unterwegs ist. Okay. Und dann werden so Bilder gemacht oder so, ist ja auch aufregend. Ja. Und wie war es für dich, als du das erste Mal auf dem Pferd gesessen bist oder überhaupt auf einem Pferd gesessen bist? Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, als ich das erste Mal auf dem Pferd saß. Ich bin ja nie geritten irgendwie vor Ostwind, aber als ich dann das erste Mal wieder auf dem Pferd saß dann für Ostwind zum Lernen, war es schon total aufregend, weil man sitzt ja auf einem Tier und es hat ja auch irgendwie einen eigenen Willen. Man ist aufgeregt, was jetzt passiert oder so. Warst du früher also eher nicht das Mädchen, das davon geträumt hat, im Prinzessinnenkleid durch die Wälder zu reiten? Nee, also ich habe schon so manchmal so Plakate irgendwie oder Poster überm Bett hängen gehabt von Pferden, aber ich war nie so richtig das Pferdemädchen irgendwie. Nee, weil in Berlin kommt man ja auch nicht so, ich wohne ja in Berlin, da kommt man nicht so in Kontakt mit Pferden wie auf dem Dorf zum Beispiel. Und wovon hast du dann früher so geträumt? Von Hannah Montana habe ich geträumt. Ich war totaler Hannah Montana-Fan. Und das hat mich sehr, das fand ich immer ganz toll und habe ich mir auch immer angeguckt. Okay. Und hast du zu Hause Haustiere? Ich hatte mal Meerschweinchen, aber ich habe jetzt kein Haustier mehr. Mein Freund hat eine Katze und die finde ich auch total cool. Ich will mir auch später unbedingt eine Katze holen, wenn ich ausziehe, aber jetzt gerade habe ich kein Haustier. Okay. Und wer sind jetzt letzten Endes die besseren Schauspielpartner? Sind es Tiere oder Pferde? Tiere oder Pferde? Naja, ich denke,
um einiges leichter sind natürlich Menschen, weil man, der Regisseur kann sagen, was sie machen sollen. Und bei Pferden muss man sich natürlich mehr Mühe geben und irgendwie aufmerksamer sein und gucken, ist jetzt irgendwas oder so. Aber es ist schwer, weil es ist ja was komplett Unterschiedliches, mit einem Tier zu drehen oder mit einem Menschen zu drehen. Also es macht beides total Spaß. Es ist auch eine totale Erfahrung, mit einem Pferd irgendwie mal zu drehen. Und der Ostwind, der wurde ja von mehreren Pferden dargestellt. Gab es da ein Pferd, mit dem du dich besonders gut verstanden hast oder eins, mit dem du dich eher weniger so gut verstanden hast? Also ich habe mich ja mit dem James, dem Ostwind, total gut verstanden, weil ich ja auch sehr viel mit dem gemacht habe. Also ich habe am meisten mit dem gedreht. Deshalb war das für mich auch immer so ein bisschen mein Lieblingspferd. Also man kann es ja nicht sagen, weil es gibt ja auch noch ganz viele andere, die auch toll sind. Dann gab es Sasu, 33. Und das war noch sehr jung und total aufgeregt und hat gebissen und war immer sehr spielerisch. Und mit dem habe ich nicht so viel Kontakt gehabt, aber einmal hat es mich auch gebissen und so habe es trotzdem lieb. Okay. Und du hast ja extra für den ersten Teil damals das Reiten gelernt. Und ich habe gelesen, dass du da nur einmal vom Pferd gefallen bist. War es jetzt beim zweiten Mal, beim Dreh vom zweiten Teil besser? Bist du gar nicht gefallen oder... Ja, also beim ersten Teil bin ich runtergefallen, einmal beim Lernen und dann bin ich einmal vom Pferd gefallen, als gedreht wurde und das war auch nicht so schön. Es war am Ende nichts Schlimmes passiert oder so, dass ich eine Gehirnerschütterung hatte oder so. Aber ich glaube, beim zweiten Mal bin ich gar nicht runtergefallen. Also ich glaube, da war, ja, alles gut. Und im zweiten Teil reitest du ja bei dem Turnier ohne Zaumzeug. Kannst du dir vorstellen, dass das gebisslose Reiten vielleicht auch in der Zukunft irgendwie eine Chance in der Dressur hat? Ich denke schon, dass das gebisslose Reiten eine Chance hat, auch in der Dressur, weil es ist ja auch, ich weiß nicht, ich finde alle, mit denen ich jetzt auch drüber geredet habe, wie die das finden, so ohne Zaumzeug und so, das ist, ich meine, es kommt immer aufs Gleiche hinaus, dass es einfach was viel Schöneres ist, irgendwie so mit dem Pferd in Verbindung zu stehen und ja, es ist einfach schöner und deshalb denke ich ja.